Ja, mit Jan Harlan und Stanley Kubrick verbindet unser Haus, das Deutsche Filmmuseum, sehr, sehr viel. Das wissen Sie wahrscheinlich. 2004 gelang es hier in Frankfurt, die allererste große Kubrick-Ausstellung überhaupt zu präsentieren. Und ja, mit Exponaten, die seit den Dreharbeiten weiträumend nie wieder das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatten. Mit Exponaten, von denen jedes Einzelne zu begeistern vermag. Und das war tatsächlich auch für mich etwas Besonderes. Und es war die allererste Ausstellung, die ich seinerzeit hier im Filmmuseum gesehen habe. Also insofern schließt sich heute da für mich ein wunderbarer Kreis. Ja, und für diese Ausstellung öffneten Jan Harlan und seine Schwester Christiane Kubrick, die Ehefrau Stanleys, dessen private Archive. Damals war unser Archivar Bernd Eichhorn monatelang inmitten dieser Schätze. Ja, und Schätze ist auch nicht übertrieben, denn quasi jeder Kubrick-Film ist als Klassiker der Filmgeschichte anzusehen. Alles hatte Kubrick sorgsam aufbewahrt, habe ich gehört, fest verschlossen und nie wieder angerührt, nachdem ein Dreh zu Ende war. Kubricks Filme faszinierten die Ausstellung ebenso und ich möchte Ihnen natürlich gerne den Katalog, den es immer noch gibt, sehr ans Herz legen. Den finden Sie noch in unserem Museumsshop in Deutsch und in Englisch. Und ja, die Ausstellung ist ein großer Welterfolg, denn sie ist nicht zu Ende gegangen 2004 hier, sondern sie tourt seitdem um den Globus. Quer durch Europa, die Länder aufzuzählen wäre jetzt zu viel, aber Australien war dabei, Kanada, USA, Südkorea, aktuell ist sie in Mexico City, also wirklich weit und immer ist Jan Harlan oder Christiane oder jemand aus der Familie dabei und das ist natürlich eine große Ehre. Als nächstes kommt sie mal wieder in die Nähe nach Kopenhagen, also wenn Sie die Ausstellung mal wiedersehen wollen, das ist quasi um die Ecke, muss man dazwischen sagen, weil Kubrick. Ja, vor Ort betreuen dann immer Hans-Peter Reichmann und Tim Heppner die Ausstellung von unserer Seite. Auch dafür schon mal einen großen Applaus, dass ihr über all die Jahre das so wunderbar aufgezogen habt. Dankeschön. Da oben sitzt ja Hans-Peter. Jan Harlan ist, wie Sie wissen, nicht nur der Schwager von Stanley Kubrick, sondern er war auch 30 Jahre lang oder über 30 Jahre sein ausführender Produzent, sein Executive Producer. Zusammen arbeiten sie an Meisterwerken wie A Clockwork Orange, Barry Lyndon, The Shining, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut, das klingt doch eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, das, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Und auch über diese Zusammenarbeiten werden wir heute Abend sicher mehr erfahren, spätestens dann im zweiten Teil des Programms ab 20.30 Uhr, wenn wir dann Harlans Regiearbeit sehen, Stanley Kubrick, Alive in Pictures, ein wirklich außergewöhnlicher Dokumentarfilm über Stanley Kubrick, so wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Sollten Sie, was ich nicht vermute, noch keine Karte dafür haben. Sie können das dann nachher natürlich noch nachholen. Ja, was ist eine Carte Blanche? Carte Blanche ist, das sind ausgewählte Höhepunkte in unserem jährlichen Kinoprogramm. Zweimal pro Jahr öffnen wir für eine Person der Filmgeschichte unser Kino. Und wir wollen erfahren, welche Filme die Person geprägt und beeinflusst haben. Und um dann vielleicht die Filme ja, mit anderen Augen sehen und neu oder wieder entdecken zu können. Am Anfang unserer Konversation, im Vorfeld dieser Carte Blanche, schrieb mir Jan Harlan, Stanley Kubrick war ein Filmfreak. Und dementsprechend war die Auswahl wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, aber auch darüber werden wir gleich sprechen. Sie ist spektakulär geworden, gespickt von Klassikern, die wir hier auch in wirklich wunderbaren Fassungen zeigen. Zum Beispiel La Strada von Fellini werden wir in der digital restaurierten Fassung als Deutschlandpremiere hier im Rahmen dieser Reihe zeigen. Das ist etwas sehr Außergewöhnliches und die Reizsche Heimat als Frankfurt-Premiere der Director's Cut. Aber das gleich als nächstes. Ansonsten ausgewählt nur, dass Sie den Überblick schon einmal gehört haben. Der Blaue Engel ist dabei von Josef von Sternberg 1930 mit Emil Jannings und Marlene Dietrich als der Fashion Lola. La Grande Illusion, die große Illusion, Jean Renoir 1937, Jean Gabin, Erich von Stroheim. Dann Fellini habe ich gesagt, wir sind in den 50ern. In den 50ern ist auch Wilde Erdbeeren entstanden von Ingmar Bergman mit dem großartigen Viktor Sjöström und Bibi Andersson an der Seite. Ja, und dann die 80er, dort sind eben nicht nur Heimat vertreten, sondern auch Dekalog, die zweite Serie, die ausgewählt worden ist von Kieslowski. Da werden wir heute den ersten Teil sehen. Auch das ist etwas Außergewöhnliches, denn das ist auch digital remastered worden und wir werden da jetzt eben diese Fassung des ersten Teils sehen, das erste Gebot sozusagen. Ja, 80er Jahre bedeutet auch 1986 vielleicht der, zumindest für mich, überraschendste Film der Reihe, Le Déclin de l'Empire Américain,
Der Untergang des amerikanischen Imperiums, ein Titel, der kaum aktueller klingen könnte als dieser Titel von Denis Zakan, ausgewählt von Jan Harlan aus dem Jahr 1986, interessanterweise. Da können wir auch drüber reden, wo da vielleicht in diesem gesamten Werk, das wir in diesem Monat sehen werden, Anspielungen auch auf die Gegenwart wiederfinden können. Und ein weiterer Film, der spektakulär ist, Ofrit, Opfer von Andrei Tarkowski, den wir in einer schönen 35mm Fassung dann auch hier zeigen, denn es ist natürlich so, dass wir versuchen, Ihnen die bestmögliche Fassung dann hier vorzuführen und gerne auch analog, wenn das dann eben noch in der guten Qualität vorliegt. Ja, dass eine solche Reihe möglich ist und wir all diese wunderbaren Filme zeigen können, einen Gast hier haben, Videobotschaften haben werden, die vor den Filmen dann laufen werden, das verdanken wir der wunderbaren Unterstützung unseres Freundeskreises, der Freunde des Deutschen Filmmuseums. Und ich sage mal stellvertretend, danke liebe Margot Müller, dass ihr uns bei diesem Format immer so begeistert und engagiert unterstützt. Dankeschön. Genug der Vorrede, der heutige Abend startet mit einem Gespräch zwischen Jan Harlan und mir, übrigens auf Deutsch, weil ich im Vorfeld gefragt wurde, ja, kann der überhaupt Deutsch? Ja, er ist in Karlsruhe geboren, in Freiburg aufgewachsen, hat auch mal sogar ein Jahr in Frankfurt gelebt, also da ist alles möglich jetzt auf Deutsch, ehe es ihn dann in die weite Filmwelt hinauszog. Dann kommt Dekalog, 20.30 Uhr live in Pictures und dann haben Sie auch Gelegenheit für Fragen. Meine Damen und Herren, es ist uns eine außerordentliche Freude. Bitte begrüßen Sie mit mir Jan Harlan. Ist an. Genau. Ja, willkommen zurück, sage ich mal. Die Ausstellung in Mexico City war die letzte, die Sie jetzt mitgemacht haben, glaube ich. Für die ja, wir haben insgesamt jetzt 1,2 Millionen Besucher. Wahnsinn. Wir sind sehr stolz darauf. Ja. Zu Recht. Ja. Und ja, jetzt kommt es nach Kopenhagen und dann kommt ein kleiner Zwischenstopp nochmal, nur auf 2001 konzentriert und dann Barcelona. Und ich weiß, dass Hans-Peter Reichmann und Tim Heppner sich sehr um Japan bemühen im Moment. Und zwar um 4 Städte in Japan. So, das wäre natürlich sehr günstig, ökonomisch, weil es alles. Eine Tour. Ja, das ist ja eine richtige Geschichte, immer mit dem Transport und mit dem Reha. Aber Sie haben da jetzt gerade so in einem Nebensatz fallen lassen, da gibt es einen Zwischenstopp mit 2001. Tatsächlich in Frankfurt. Wir haben das schon mal angekündigt. Das heißt, es wird zurückkommen. Ja. Können Sie dazu was sagen? Was erwartet uns denn da nächstes Jahr? Es ist die 50 Jahre 2001. Es ist eine Feier, die überall auf der Welt eigentlich gemacht wird. In London haben wir zum Beispiel 2001 mit Orchester und Chor. Das ist auch geplant in Frankfurt. Dann in New York. 2018. Und so also das in Los Angeles natürlich. Ja. Solche Sachen passieren. Ja, das hat sich Warner Brothers hat sich enorm eingesetzt dafür, dass diese Sache alle gut, dass das alles gut erhalten bleibt und gut gemacht wird und eine DCP, also eine digitale Fassung zu machen ohne die Musik, aber mit allen anderen Geräuschen, ist relativ aufwendig, weil normalerweise hat man das immer zusammengeklatscht, nicht den M&E-Track, wie das so schön heißt, und aber das musste alles wieder auseinandergepuzzelt werden, aber es ist hervorragend. Ich habe es zum ersten Mal gesehen in the Royal Festival Hall in London, 150 Leute, der Chor, wenn der anfängt mit dem Ligeti, das ist unglaublich. Also ja, sehr eindrucksvoll. Da hört man auch schon raus, der große Musikliebhaber, der auch Stanley Kubrick immer beraten hat in Sachen Musikauswahl. Beim Freundeskreisempfang haben Sie schon gesagt. Nicht beraten, vorgeschlagen. Vorgeschlagen, ein feiner Unterschied. Ja, was bedeutet das denn? War das der Anfang, dass Sie mit Stanley zusammengearbeitet haben? Ging es da um Musik oder was Nein, war der überhaupt Ausschlag? Nicht. Es war ein reiner Zufall, dass ich diesen Richard Strauss ihm vorgeschlagen habe. Da waren meine Frau, vor 2001. Meine Frau und ich waren ab und zu mal in London ohnehin, während wir lebten in Zürich. Und so kam das zustande. Und dann, er hatte andere Musik und war nicht ganz glücklich damit. Es war für ihn ganz entscheidend, dass er alle Elemente wirklich selbst liebte. Und da hat er auch Kompromisse gemacht. Da musste das nicht passen. Weil, was heißt das, passen? Ja, er wurde ja zum Beispiel der Barry Lyndon durchaus kritisiert, dass er also Schubert verwendet hat. Das war 30 Jahre zu spät. Aber er fand dieses Trio so richtig,
dass er eben diesen Kompromiss gemacht hat. Man sagt immer, es sei ein solcher, ja, alles muss so genau sein. Und ja, es musste nicht. Er musste es lieben. Das ist das Entscheidende. Und überhaupt, ich sage immer, ich arbeite ja sehr viel an Filmstudenten. Und ich sage immer, und ich meine das auch, dass bevor man, wenn man einen Film anfängt, wenn man sich etwas überlegt, das ist ganz ähnlich wie eine Liebesaffäre. Ja? Es muss alle Prioritäten verändern. Es muss ganz wichtig sein. Dann hat man eine Chance, dass daraus was wird. Es kann auch daneben gehen. Aber man hat wenigstens die Chance. Mit Gleichgültigkeit entsteht nie ein Kunstwerk. Mhm. Ja, das geht gar nicht. Und alle, das verbindet, das ist für Maler so, für Komponisten so, für Schriftsteller so und auch für Filmemacher. Und ich habe das beobachtet. Ich bin ja keiner. Ich habe so Dokumentarfilme gemacht. Das ist was ganz anderes. Das ist relativ einfach, solange man die Materie wirklich gut kennt und mag. Ja, dann ist es Handwerk, aber es ist keine Kunst. Mhm. Ja, und was Künstler machen, das ist, dass sie sich selbst hineingeben und ihre eigenen Interessen und Verbindungen kommen eben dann durch die Bilder oder die Novellen oder die Filme zum Ausdruck. Und dann wenn Sie Filme von Kubrick alle angucken, dann sehen Sie ja auch eine Gemeinsamkeit. Mhm. Nicht? Nämlich? Das ist ein roter Faden, der auf unsere eigene Tendenz und ja, gewiss fast zur Selbstzerstörung auch führt. Ja? Also die Path of Glory, ich meine Dr. Strangelove, auch 2001. Ja, er war ja keineswegs ein negativer Mann, das war er überhaupt nicht. Aber er war durchaus der Meinung, dass wenn wir nicht aufpassen, dann geht die ganze Sache daneben. Und das wird wohl auch so sein, ja. Sie beschrieben jetzt gerade diese Leidenschaft und diese Liebe zum Film. Er hat sich natürlich auch die Zeit dafür genommen, wenn er gedreht hat. Ich glaube, das war das kann man wohl sagen. Der wesentlichen Unterschied. Und jetzt möchte ich gerne mal den Produzenten Jan Harlan fragen, dem das dann ja nicht so gepasst haben dürfte eigentlich. Sie mussten ja aufs Geld gucken wahrscheinlich. Der Produzent ist im Falle von Kubrick, das muss immer definiert werden, mit wem man arbeitet. Ich war a member of the crew. Ja, ich habe verhandelt, ich habe Sachen besorgt und das, was er wollte. Ich hatte nichts zu tun mit dem großen, unabhängigen Produzenten, der sich die Leute engagiert. Damit hatte ich nichts zu tun, sondern ich war wirklich also ganz praktischer Mitarbeiter. Also ich habe Rechte bekommen und Musikrechte, Polizeierlaubnisse, Leute engagiert, so Zeugs, was man eben braucht. Das muss ja auch jemand machen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ab welchem Zeitpunkt kam Stanley dann auf Sie zu und sagte… Ab Barry Lyndon. Ich habe mit ihm gearbeitet. Eigentlich 1969 kam ich hin. Ich hatte ja einen ganz anderen Beruf. Das war zu mehr Betriebsorganisationen in New York. Data Processing, also Datenverarbeitung, so. Mhm. Aber also ich war immer relativ ordentlich auf dem Gebiet. Und dann kannte ich Kubrick und er meinte, ich sollte mit ihm nach Rumänien gehen für Napoleon. Rumänien, weil damals, es gab ja noch keine digitale Effekte, ja, da musste man eine richtige Kavallerie haben. Mhm. Und für den italienischen Feldzug, für den ersten, und für den 1812, für den Russlandfeldzug. Und in Rumänien hat man nicht nur alle diese verschiedenen Landschaften, es ist ja ein großes Land, vom Süden bis in die Berge nach Norden, sondern vor allen Dingen war die Ceausescu-Regierung bereit, die Kavallerie zur Verfügung zu stellen. Wollen wir mal Bild 29 an dieser Stelle vielleicht haben? Bitte? Nee, nur ein Hinweis an die Vorführer. Bild 29. Ja, man muss einfach eine Pferde und Reiter. Pferde und Reiter sind nicht möglich. Die sind noch keine Kavallerie. Das muss ganz anders aussehen. Naja, also jedenfalls hat dann aber MGM sich zurückgezogen. Es hat nicht geklappt. Meine Frau und ich mit unserem ersten Sohn, wir lebten bereits in England. Und Kubrick meinte, oh, wir machen mal was anderes und mir macht das Spaß. Und Maria fand England ganz wunderbar, wollte gar nicht wieder zurück nach Zürich oder Frankfurt oder so was. Und so kam es zustande. Ich kann das auch nicht sagen. Also, eines führte zum anderen. Das allererste, was ich gemacht habe, war die Rechte vom Fischer Verlag zu bekommen für die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Ganz typischer Kubrick-Stoff. Ja, ja.
Und das hat er 30 Jahre lang daran gearbeitet eigentlich, immer wieder. Er hat sich selbst zurückgezogen. Also das war der erste Vertrag mit Warner Brothers. Mhm. Und dann wollte er nicht weitermachen. Und dann kam Warner Brothers und hat Clockwork Orange vorgeschlagen anstatt dessen. Und haben wir dann gemacht. Das war relativ einfach, weil das Drehbuch ist eigentlich ein Cut and Paste, ja, sagt man heute. Also es ist in der ersten Person geschrieben und man muss nur schauen, was lässt man weg. So, und dann, es dreht um das Drehbuch. Das Drehbuch ist immer die große Schwierigkeit. Mhm. Alles andere ist relativ einfach. Mhm. Das Drehbuch ist alles. Ja? Und das war die große Schwierigkeit mit Traumneule. Und dann hatte er viele Jahre später, bevor wir Shining gemacht haben, war er wieder eine Woche lang, also ganz, ganz beglückt darüber. Er wollte machen die Traumnovelle mit Woody Allen als jüdisch-New Yorker Arzt, nicht also straight acting, ja. Und dann aber wieder kam er mit dem Drehbuch nicht hin. Und dann war Shining, das war was ganz anderes. Und schrieb er denn eigentlich komplett alleine? Oder? Bitte? Er schrieb komplett alleine. Ja, aber er kam nicht zurecht. In diesem Falle ja. Nein, keineswegs immer alleine. Mhm. Aber in diesem Falle geht es einfach um das Konzept, wie dann der Dialog aussieht und alles. Das ist relativ einfach. Das Konzept, was will ich wirklich und wie auf die Leinwand bringen? Ganz schwer. Mhm. Das ist überhaupt das Allerschwerste beim Filmemachen. Mhm. Ja. Naja, aber dann schließlich kam dann also Full Metal Jacket und dann haben wir vorbereitet einen Film über den Holocaust. Das hat dann nicht geklappt. Papers, ja. Dann haben wir vorbereitet AI, Artificial Intelligence. Da habe ich ein Jahr lang dran gearbeitet. Holocaust, der Film hat nicht geklappt, weil Schindlers List gemacht wurde in Krakau. Und dann haben wir ein Jahr AI vorbereitet. Und dann hat er AI Steven Spielberg angeboten. Ich meine, man kann das gar nicht, da kommt man gar nicht drauf. Es ist aber die Wahrheit. Und dann schließlich macht er endlich Eyes Wide Shut. Und das ist die Traumnovelle von Schnetzler. Da hat er durchaus mit anderen zusammengearbeitet und hat das aber alles wieder rausgeschmissen und ging ganz zurück auf das Original. Wenn Sie die Novelle lesen. Können wir Bild 32 vielleicht kurz haben? Was kommt jetzt? Nee, nur. Sie können weiterreden. Wenn Sie die Traumnovelle lesen, ist ein wunderschönes Buch, dann sehen Sie, wie der Film sehr, sehr in der Substanz absolut gleich war. Mhm. Es war nur nicht Wien 1928, sondern New York heute. Das ist eine Formveränderung. Mhm. Das ist keine Substanzveränderung, weil der Film geht um Eifersucht und Sexualfantasie. Und das hat sich nicht verändert. Mhm. Ich habe mal das Bild aus der Süddeutschen Zeitung der Bibliothek, die einige Klassiker aufgelegt hat, ja. Ausgesucht, weil Traumnovelle. Und dann wurde oben ein Bild eingefügt. Und das ist natürlich das Eyes Wide Shut-Motiv. Das heißt, da wurde das schon quasi allgemeingültig verzahnt. Ja, ja. Ja. Naja, aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, Sie sind sehr, sehr eng mit Kubrick gewesen, logischerweise. Sie mussten oft in einem kleinen Team arbeiten. Zum Beispiel, vielleicht können Sie das noch kurz sagen, in unserer Dauerausstellung haben wir einen Szenenbildentwurf von dem Hotel in Shining, wo Sie als Second Unit drehen mussten. Und das ist ja nun eigentlich auch nicht die Aufgabe eines Produzenten. Was ist die Aufgabe eines Produzenten? Ich meine, bei Kubrick, wir haben so wenig Leute. Ich habe alle Masken für Eyes Wide Shut gekauft. Ist das der in Wayne? Ist das die Aufgabe eines Produzenten? Ja. Alleine? Ja, weil im letzten Moment wurde das von Halbmaske, die sehr elegant war und vorgesehen, meinte Kubrick, das ist ja völliger Unsinn, die Leute erkennen sich doch. Mhm. Die wollen sich auf gar keinen Fall erkennen, wenn die am nächsten Morgen in so einer Bank auf so einem Board-Meeting sitzen oder sowas. Und diese sogenannte Orgie. Ist ja keine Orgie, das ist eine moderne Hölle. Und das wollte er. Er wollte eine moderne Hölle. Etwas ganz Perverses. Es geht auch gar nicht um das, was die Leute da sehen. Es geht um die Gucker, um die Voyeure. Da stehen 200 Leute vermasst. Das darum geht. Aber es ist sehr, sehr subtil. Und wird oft nicht richtig verstanden. Mhm. Zum Glück sehr gut verstanden in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und Japan. Überhaupt nicht in Amerika und in England und sehr schlecht in Deutschland. Weil die Leute dachten immer, das sollte besonders sexy sein. Mhm. Das ist genau das Umgekehrte. Es muss schrecklich sein. Dann ist es richtig verstanden. Schrecklich und ganz opulent und ganz reich. Ja?
völlig pervers. Mhm. Ja, und bei Schnitzler ist es auch so. Bei Schnitzler haben diese Frauen, die kommen als Nonnen. Das ist natürlich ein Klischee. Das geht nicht mehr. Das kann man nicht mehr machen. Ja? Aber ja, so ist das jetzt. Ja, wir haben ja was anderes gefragt. The Shining, das Hotel. Ja. Wir mussten ja zuerst etablieren, wo ist das Hotel. Mhm. Ja? Und dann haben wir das auch gefunden. Das war so ein alter Holzbau von 36. Sehr hübsch, ein Skihotel. Und der Doug Milsom, ein Kanada, oder? Kameramann, und ich, wir sind dahin mit einer 2C und ein paar Magazine, Stativ, ganz einfach. Und dann haben wir gewartet, bis neuer Schnee da war, weil die ganzen Ski Spuren mussten ja zugedeckt werden. Ja, das geht ja nicht anders. Und dann, ein schöner, klarer Morgen, dann sind wir ganz früh raus, die ganzen Skiläufer, die schlafen alle noch längst, das spielt gar keine Rolle. Und in die Lichter, die Sie sehen, das waren unsere Zimmer. Da hatten wir also Lowell 1000 Watt Lights, die wurden dann, und das ging sehr schön. Und dann mit so einer Schneekatze, so eine Art Traktor mit einer Kette andersrum gefahren, damit darf gar keine Spuren sehen, ja, bis wir dann in die richtige Position kamen. Und dann, so wie das Licht so ist, dass man mit offener Blende bei F2, sagen wir mal, das kriegt, da hat man 10, 15 Minuten Zeit und dann macht man das. Mhm. So, und es war eine sehr schöne Aufgabe. Also ich empfehle Ihnen jetzt nochmal die Dauerausstellung neu zu schauen, das lohnt sich dann eben auch. Und dann passte das natürlich überhaupt nicht mit dem, was Sie dann in dem Film sehen, diese Räume innen in dem Film, riesige Halle und was weiß ich, und alle Leute sagten, das passt doch gar nicht. Und Stanleys Antwort war, it's a ghost film, forget it, it's a ghost film. Und nichts stimmt in dem Film, mm-hmm. Alles ist völlig unlogisch. Das ist die Stärke. Der Mann, das wollte er so. Mhm. Der Mann geht am Anfang hin und sucht einen Job und wir wissen später, der hatte den schon immer. Mhm. It's a ghost movie. Ja. Ja, aber alle anderen seiner Filme sind eigentlich immer sehr ernsthaft und haben sehr viel Tiefgang. Das der Shining ist die Ausnahme. Jetzt haben wir schon viel gehört, wie Sie zusammengearbeitet haben. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie haben Sie denn Filme zusammengeschaut? Weil Sie haben ja jetzt die Aufgabe gehabt, unfairerweise eine Carte Blanche aus seiner Sicht zusammenstellen zu müssen. Also war das jetzt schwierig zu sagen? Ich hätte viel mehr nach Ihnen sagen können. Er war ein wirklicher Filmfreak, wie Sie sagten. Oh nein, ich hätte die viele populärere Filme. Er mochte auch Steven Spielberg und Woody Allen und Radio Days. He loved Radio Days. Ja? Aber ich wollte Ihnen speziell Sachen sagen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Mhm. Die er aber sehr, sehr mochte. Mhm. Und Kieslowski diesen Dekalog fand er so eindrucksvoll. Mhm. Und es ist das einzige Mal, in dem er zu der Publizierung von den Drehbüchern eines anderen ein Vorwort geschrieben hat. Er wurde oft gefragt, Vorwörter zu schreiben. Und da wollte er nie was damit zu tun haben. Und das ist die Ausnahme. Und das lese ich Ihnen mal vor. Mhm. Das ist Stanley Kubricks Vorwort zu Kieslowski. Und Sie sehen ja den Film jetzt gleich, den ersten Teil von Dekalog. Und er schreibt, I'm always reluctant to single out some particular feature of the work of a major filmmaker, because it tends inevitably to simplify and reduce the work. But in this book of screenplays by Krzysztof Kieslowski and his co-author, Krzysztof Piesewicz, it should not be out of place to observe that they have the very rare ability to dramatize their ideas rather than just talking about them. By making their points through the dramatic action of the story, they gain the added power of allowing the audience to discover what's really going on rather than being told. They do this with such dazzling skill. You never see the ideas coming and don't realize until much later how profoundly they have reached your heart. Hm. Ah, that's a good forward. And he meant it. He meant it. That's the key thing. Er hat keine Sachen gesagt, die er nicht meinte. Er war ein Perfektionist.
was immer das heißt, Perfektionist. Der hat sich Mühe gegeben, die Sachen richtig und anständig zu machen. Mhm. Er war kein Schlamper, wenn Sie das meinen. Ja. Ich glaube, das vermutet keiner. Perfektionist, das ist ja ein Kompliment. Ja. Klar. Ja. Mich würde vorab vielleicht noch interessieren, wie hat er denn Filme überhaupt geschaut? Ging er ins Kino? Sehr viel. Er hat immer bei sich zu Hause. Sein eigenes Kino und die Leute haben ihm alles immer geliehen, weil die Filme wurden immer ganz sorgfältig zurückgegeben, zurückgespult, professionell abgeliefert. Wir haben nie Kopien beschädigt oder irgend so etwas. Also analoge Kopien, höre ich daraus. Ja, natürlich. Das war damals alles 35 Millimeter, na klar. Gab es ja noch nichts anderes. Wir hatten zwei sehr gute Zeiss-Projektoren in seinem Haus und so war das. Ja. Und wer hat vorgeführt? Hat er selber eingelegt? Ich, seine Tochter Vivian. Okay. Und manchmal, wenn also viele Gäste kamen, was Besonderes, dann haben wir jemanden geholt, damit man nicht nach der Rolle aufhören muss und zurücklaufen, weil sonst hat man immer zwei Minuten Pause. Ja, ja, aber ich meine, eine Geschichte will ich Ihnen erzählen zu einem anderen Film, der in dieser Reihe hier läuft. Das ist Cria Cuervos, ja? Okay. Ich sah Cria Cuervos. Von Carlos Saura. Von Carlos Saura, ein spanischer Film. In Zürich. War auf einer Reise, Zürich kam nach Hause und sagte Stanley, also ich habe einen unglaublichen Film gesehen. So, also sowas Tolles. Also schon lange nicht mehr so glücklich aus dem Kino gegangen. Er sagte, oh, das muss ich unbedingt sehen. Besorg doch eine Kopie. Ich sagte, das mache ich gerne. Dann rief ich an, das Büro in Madrid, sprach mit dem Produzenten, Primitivo Alvaro, und sagte, ja, also ich habe den Film gesehen, ich will unbedingt, dass Stanley den sieht. Geht das irgendwie auch? Selbstverständlich, ganz klar, wir schicken euch eine Kopie. Und er sagte, aber Marcel, ganz sicher, dass da englische Untertitel dabei sind. Gar kein Problem, haben wir alles. Okay, wunderbar. 3 Tage später waren also die 2 großen Kisten, die Kanister, in Heathrow Airport. Und damals, das war noch vor europäischer, also bevor Union. Mhm. Ja? Also zwar Temporary Import mit Formular, der ganze Quatsch. Ja, das hat man zum Glück nicht mehr. Bald wieder. Ja, wenn das Eigentor wirklich geschossen wird, dann haben wir es wieder. Naja, und jedenfalls, also dann haben wir alle eingeladen und so weiter. Also waren mindestens 15 Leute bei uns im Haus, also bei Stanley im Haus. Und dann haben wir den Film geguckt. Okay, da am Anfang passiert ja gar nichts. Also es passiert sehr viel, aber es wird nicht geredet. Sehen Sie sich unbedingt den Film an. Und dann wird gesprochen und keine Untertitel. Keine Untertitel. Jetzt ist ja schrecklich. Ja, nein. Ja, na, Stanley sagt dann, let's stop. It's unfair. We shouldn't watch it. Meinte jemand, let's just see how this goes on. So. Und dann haben wir die Rollen gewechselt und zwischendurch, da ich ja den Film kannte, habe ich ganz schnell das Entscheidende gesagt, was man vielleicht vermisst hat. Wir haben den ganzen Film gesehen ohne Untertitel. Stark. Ja. Ich meine, das ist ein Zeichen vom guten Film. Mm-hmm. Ja, super. Das ist eine ganz komplexe Geschichte. Und später wurde er dann ja auch dazu verpflichtet. Ja, und dann war er so begeistert von Carlos Saura, da hat er die ganzen anderen Filme gesehen, Flamenco mochte er sowieso und so weiter, also Blood Wedding und alle diese Filme. Und dann haben wir ihn auch dafür bekommen, dass er eben diese spanische Synchronisation gemacht hat. Das ist ja in Spanien, wie auch in Italien, in Deutschland und in Frankreich, ist ja dieser Unsinn immer noch, wird ja immer noch gemacht. Ja. Mhm. In den meisten Ländern gibt es es nicht mehr, zum Glück. Aber hier wird meistens das noch gemacht. Stanley war immer ganz traurig darüber, dass das noch gibt, diese Sprachsynchronisation, weil sie reduziert diese Subtilität einer Stimme mit einer Person zur Inhaltsvermittlung. Ja? Inhaltsvermittlung, okay, das kann man auch mit Untertiteln machen, das ist auch ein Kompromiss, aber es ist der richtigere Kompromiss. Ja. Und die Atmosphäre verändert sich. Weil die Atmosphäre ist völlig verändert, aber natürlich ist das Problem, dass das Untertitel sehen, das ist wie Geige spielen oder Skilaufen, das lernt man als Kind, als Jugendlicher. Da lernt man diese Technik, wie die ganze, die Skandinavier, die könnten das genau sagen, da wird ja Holländer, Skandinavier, alle, die lernen von vornherein, weil fast alle Filme sind ausländisch, ja, die Untertitel zu sehen und das Gehirn liest das, während das Auge längst wieder
auf dem Bild ist. Man will ja das hübsche Mädchen angucken und nicht lesen. Ja, folglich, also ja, das, aber das ist etwas, das lernt man nur, wenn man jung ist und indem man viel ausländische Filme sieht. Und in Holland und in Dänemark und in Schweden ist es ja natürlich 90-95% aller Filme sind nicht aus dem eigenen Land. Und deshalb ist es sehr gut. Also ich meine auch, man sollte Kinderfilme niemals synchronisieren. Spielt gar keine Rolle, wenn ein Kind es nicht versteht. Es hat ja nicht so furchtbar viel verpasst im Allgemeinen bei diesen Cartoons. Aber man hört, das ist was anderes. Das ist eine andere Stimme. Das ist ein anderes Land. Das ist eine andere Kultur. Das ist die große Bereicherung. Ich würde gerne Bild 20 an dieser Stelle eingespielt bekommen. Denn die deutsche Fassung wurde synchronisiert von einem ganz speziellen Regisseur, Edgar Reitz. Ja, ja, Stanley war ein Edgar Reitz-Freak. Also nachdem er Heimat 84 rauskam, war er so gebannt von diesem Film. Und das war sowas Neues. Das war dieses langsame Menschen kennenlernen. Wirklich, man lernt diese Leute kennen. Das ist was Neues. Und er war also von Edgar Reitz hingerissen und wir haben dann auch für sein nächstes Filmprojekt oder ein späteres Filmprojekt zwei seiner Mitarbeiter engagiert. Ich bin mit dem Franz Bauer, der leider nicht mehr lebt, nach 1992 in Ungarn und in Tschechoslowakei damals und Polen und so weiter rumgefahren und haben nach Drehorten gesucht und so weiter. Alles wegen Edgar Reitz. Ja, also wir werden die komplette erste Heimat, die Reitz übrigens neu zusammengeschnitten hat, jetzt in 7 Teilen, 15 Stunden, aber immer noch lang, ein Wochenende lang hier zeigen. Also und das als Frankfurt-Premiere. Am 30. Juni geht's los und dann bis zum 2. Juli können Sie sich unbedingt vormerken. Wir haben einen Dauerkartenpreis für 35 Euro, können Sie alle Filme dann an diesem Wochenende sehen. Wenn Sie das verpassen, dann sind Sie selber schuld. Also das ist wirklich dieses Wochenende. Ich habe das 3-mal bereits mitgemacht und jedes Mal, wenn es vorbei ist, ja, ist man ein bisschen traurig, dass es nicht weitergeht, dass die 15 Stunden rum sind. Das ist so toll. Das ist meines Erachtens das Größte, was es aus Deutschland gibt nach dem Krieg. Diese erste Heimat 1984. Also auf gar keinen Fall verpassen. Ich möchte an der Stelle das Zitat bringen, weswegen auch ich diese Reihe versucht habe zu initiieren, weil auf dem 80. Geburtstag von Edgar Reitz sagten Sie als Laudator, dass Kubrick Folgendes gesagt habe. Wenn Film einmal den Stellenwert von Literatur hat, dann wird Heimat von Edgar Reitz in einem Atemzug mit Shakespeares Hamlet und Goethes Faust genannt werden. Absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, da stehe ich auch, da bin ich auch dabei, immer noch. Sehr gut. Die Filmkunst ist ja so neu, ist ja gerade mal 100 Jahre alt, aber inzwischen ist natürlich so, dass vor allen Dingen die nächste Generation, jüngere Leute sehen viel mehr Bilder mit Ton, also Film und Fernsehen und Serien, als irgendwas anderes. Ja. Und die Tatsache, dass vielleicht 95% aller dieser Dinge verschwinden, als Product, wie man das so schön nennt in der Filmindustrie, das Product. Darauf kommt es ja nicht an. Es sind die 5%. Die sind entscheidend. Und so ist es bei Bildern und bei Novellen und bei Kompositionen. Ich meine, die Mozart-Streichquartette, die verschwinden einfach nicht. Ja? Das ist einfach so gut. Und da gibt es aber ganz furchtbar viel Musik aus der Zeit, die fiel vom Tisch runter. Auch die frühen Haydn-Sinfonien hört kein Mensch an. Aber die späten sind einfach unglaublich. Ja? Und so weiter. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Bei Bildern doch ganz genauso. Und dann gibt es auch sehr viele Künstler, die gar nicht unbedingt sehr erfolgreich waren zu ihren Lebzeiten. Vincent van Gogh hat nie ein Bild verkauft, außer an seinen Bruder. Mhm. Und heute, ja, so 20 Millionen müssen sie schon in der Tasche haben. Und so weiter, gibt es furchtbar viele Beispiele dafür. Heute am erfolgreichsten sind ja Serien. Es ist auch auffällig, dass Sie in dieser Carte Blanche ja zwei Serien im klassischen Sinne mit dabei haben. Dekalog, wo wir den ersten Teil sind, ist eine Serie gewesen von Kieslowski. Ja. Heimat, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich habe mich gefragt, würde Stanley heute Serien drehen? Napoleon.
Absolut. Man hört ja, da wird was passieren. Und da sind wir auch dran. Napoleon kommt vielleicht in 2 Jahren oder so, von HBO gemacht. Ja, produziert von Spielberg. Eine unglaublich teure Angelegenheit. Steven Spielberg wäre so der Pate des Ganzen, weil er würde nicht die Regie führen, das ist nicht seine Sache. Und das hoffe ich, Baz Luhrmann habe ich gelesen. Bitte? Baz Luhrmann? Es gab so ein paar Gerüchte. Forget it. Okay. Aber das ist ja auch ein guter Mann, davon abgesehen. Aber Carrie Fukunaga? Carrie Fukunaga? Ja, Carrie Fukunaga. Das ist schon eher richtig. Ja. Okay. Und das ist natürlich toll. Ich meine, was ihn dann faszinierte an Napoleon, ist ja nicht, dass er etwa was Neues sagen kann zu dem Thema. Das ist ja alles bekannt. Was ihn interessiert, ist, dass Napoleon in keinster Weise veraltet ist. Denn das, was diesen Mann so faszinierend macht, diese Mischung aus Eitelkeit, großer Intelligenz, großer Fähigkeit, großer Dummheit, ja, das haben wir ja auch heute. Also insofern ist es absolut völlig neu. Ich meine, man kann es ja doch nicht begreifen. Und ich sehe noch Kubrick, ich höre noch von mir, how could he be so stupid? Ja, ja, how could he be so stupid? So ein gescheiter Kerl. Und dann macht er so dummes Zeugs. Mm. Nur aus Eitelkeit. Ja, und das ist schrecklich. Und das interessiert ihn, aber das passiert doch ständig. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber was ich gestern am Fernsehen gehört habe, war ja schon erstaunlich. Das ist übrigens auch das Erste, was kommt, wenn man der Untergang des amerikanischen Imperiums googelt. Dann erscheint zufällig ein Bild jenes Mannes, dessen Namen wir nicht nennen. Das gibt es andauernd. Ich meine, ich verteidige immer die Europäische Union, nicht weil sie perfekt ist, sondern seit 500 Jahren haben wir zum ersten Mal keinen Krieg. Über 70 Jahre lang. Vorher ständig. Na gut, im Moment, da kann man bestimmt viel verbessern. Da muss man noch mal 2 Generationen warten. Mhm. Das geht nicht so schnell. Ich habe mir die Filme, die Sie ausgewählt haben, allesamt einmal angeschaut und versucht, ein paar Querverbindungen aufzumachen. Das ist einfach. Wo vielleicht, ja, aber gerade zu dem Punkt, den Sie jetzt genannten, möchte ich vielleicht mal gerne Der blaue Engel und La Strada gerne gegenüberstellen. Vielleicht zuerst Bild 2 und dann Bild 4. Denn in beiden Filmen, beim Blauen Engel, sehen wir Emil Jannings, der von der Fashion Lola, von Marlene Dietrich, verführt wird. Er ist der Professor Rath, der zu Professor Unrath wird. Und gleich, wenn wir das nächste Bild sehen von La Strada, das ist Nummer 4, dann sehen wir den großen Zampano, der mit seiner Lunge die Ketten sprengen kann und damit Gelsomina beeindruckt, seine Gehilfin. Ja, das sind beides die scheinbar starken Männer, die Macht haben, die eigentlich alles im Griff haben sollten, aber dann verführbar sind, Schwächen zeigen und eben auch nicht mehr auf der richtigen Bahn weiterleben. Ja, ich sprach vorhin mit einer Journalistin und habe auch gesagt, was eben ein wirklicher Leitfaden von Kubrick war, der immer wieder sagte, wir meinen alle, dass wir bestimmt sind durch unsere Bildung, durch unser Wissen, durch unsere Intelligenz, durch unsere Fähigkeit, analytisch zu denken. Okay, das ist alles ganz wichtig. Wenn es wirklich drauf ankommt, ist es immer die Emotion. Mhm. Es ist immer die Emotion. Das ist ja nicht nur negativ. Deshalb sind ja meine Enkelkinder auch die allerbesten auf der Welt. Das ist ja, diese Subjektivität ist ja nicht nur negativ, die ist ja auch sehr positiv, ja, und so weiter. Naja, und das spielt natürlich in all diesen Filmen eine große Rolle. Und da ist das beim Blauen Engel, ich meine, dieser gescheite Mann, ja, dieser Professor, der hat dieses große Unglück, sich in diese Lola zu verlieben. Ich meine, da kann einem wirklich nur leid tun. Er tut einem ja von vornherein leid, ja, dass ihm das passiert. Das ist ja was Schreckliches. Mhm. Und so geht es durch alle diese Filme, diese Schwächen, die da passieren. Ich meine, ich mag ja so gerne Heimat eben auch, weil Heimat ist so schillernd. Heimat hat so viele Figuren. Mhm. Ja, und immer wieder kommt das raus. Stärke und Schwäche, Leidenschaft, große positive Liebe, Vorurteil,
Aggression, alles das. Und, ich würde auch mal weitergehen auf Wilde Erdbeeren von Ingmar Bergman, wenn ich Bild 5 einmal haben dürfte. Denn da geht es ja dann so weiter, der alte Professor, der seinen 50. Jahrestag begehen will. Hier sieht man ihn im Auto, Viktor Sjöström, und er leidet, wenn er die junge Blondine neben sich hat. War ein toller Film. Ja, aber das ist natürlich auch etwas, in vielen dieser Filme, habe ich das Gefühl, ist ein Mann, ein älterer Mann, der auf sein Leben zurückblickt, der träumt, der aber auch nicht so richtig weiß, hätte ich was anders gemacht oder bin ich so eigentlich glücklich mit dem, was ich getan habe. Ja, das ist halt, nicht? Und wenn man glücklich ist als alter Mann, ich bin nun 80, dann hat man ja also wirklich das Große losgezogen. Ja? Und ich finde, in der Situation befinde ich mich. Ich habe das Große losgezogen. Ich habe die beste Frau auf der Welt, drei gesunde Söhne, die glücklich verheiratet sind, und 7 prächtige Enkelkinder. So, what's wrong with that? What's wrong with life? Wie war das bei Stanley? War er zufrieden? Ja, er war komplizierter als ich. Ich bin ja eine ganz schlichte Person. Aber er war sehr viel komplizierter, aber er hatte sehr seine 3 Töchter sehr geliebt, ja. Mhm. Durchaus. Und seine Frau hat eine sehr glückliche Ehe. Viele, ich wäre inzwischen 55 Jahre lang verheiratet oder so. Und war ein, auf Englisch würde man sagen, a homebody. I mean, er war immer zu Hause, ging nicht gerne weg. Und für ihn war der größte Glückszustand, wenn er in seinem Zimmer saß und las oder arbeitete, und er sah seine Frau, die war im Garten und malte oder so, ihre Staffelei, und die Töchter waren möglichst auch sichtbar. So. Und er konnte weiterarbeiten. That's bliss. Ja. Aber er hatte auch ganz andere Leidenschaften. Er liebte Tennis zu gucken. Ja? Wer war sein Lieblingsspieler? Nein, überhaupt nicht selbst. Ja. Wir haben nur Ping-Pong gespielt, das haben wir gemacht. Aber nicht Tennis, nein. Er war kein Sportler. Aber er liebte es. Und dann, ich weiß noch genau, wir haben ein Spiel gesehen bei Wimbledon, das war John McEnroe und Boris Becker. Und ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Die Beschimpfung des Schiedsrichters. Und jedenfalls anschließend sagte Stanley nur, wow, I mean, no film can ever be so exciting. Well, es kommt. Subjektivität spielt eine große Rolle im Leben. Ja. Was Filme können und auch Filme, die in dieser Reihe laufen, wenn ich zum Beispiel Opfer von Tarkowski nehme, gerne mal das Bild Nummer 8 an dieser Stelle. Toller Film. Das war etwas, da muss man die Vorgeschichte kurz erzählen. Dieser Film ist gedreht worden und dann war die Katastrophe von Tschernobyl, und einen Monat später lief dieser Film in Cannes. Und er behandelt im Grunde eine Atomkatastrophe, was man im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Ja. Das führte dazu, dass selbst Leute wie Ingmar Bergman, der ja auch in dieser Reihe ist, sagte, Tarkowski ist ein Seher. Der hat da etwas vorausgeahnt, der hat da ein Gespür gehabt. Und das ist ja auch was ich immer wieder, also sowohl bei diesen Filmen, die Sie ausgewählt haben, als auch ein bisschen auch bei Kubrick wiederfinde, dass ich das Gefühl habe, die Filme altern ja nicht. So ein 2001, der hat ja auch noch eine Strahlkraft auf heute. Ist das was die ganz Großen ausmacht, dass sie da vielleicht so, ich sag mal, seherische Fähigkeiten entwickeln? Ich finde, ja, das ist überhaupt, was ist große Kunst? Und große Kunst sind immer Leute, die bewegen etwas. Wie so ein Zug, der auf einer Schiene geht, und jetzt kommt eine Weiche und jetzt kommt der große Künstler. Das ist die Weiche, und der Zug geht ein bisschen in eine andere Richtung. Das war bei Bach so, das ist bei Mozart so, das ist bei Beethoven so, das ist bei Picasso so, das ist bei Ingmar Bergman so. Und so weiter. Das sind Leute, wo alle anderen plötzlich aufpassen. Nach den französischen Impressionisten und Turner konnte man nicht mehr so malen wie vorher. Und die Maler haben alle Notiz genommen. Nach Richard Wagner, selbst wenn man den überhaupt nicht mag, haben alle Komponisten danach davon Notiz genommen, und es hat alles verändert. Das meine ich, ja. Und so hat Kubrick mit 2001, mit Dr. Strangelove bereits alles verändert. Das ist eine neue Sicht. Und alle Bild 9, bitte. Und das ist meines Erachtens das, was ein Künstler ausmacht. Ist es, übertreibe ich da?
Nee, auf keinen Fall. Wenn wir den War Room sehen, den legendären natürlich, da denkt man, das ist Zeit. Aber das ist, war nicht einfach nur eine tolle Idee. Ja. Er wollte was ganz anderes. Er wollte diese Geschichte machen straight, ganz normal, ohne schwarze Komik und so. Und dann hat er gemerkt, das geht ja gar nicht. Mhm. Das ist ja so töricht, was sie da machen, mit diesem Wettlauf, mit der Atomrüstung. Das ist ja dermaßen dumm. Mhm. Das kann ich nicht so erzählen. Dann kam die Idee mit dem schwarzen Humor, dass man Humor verwendet, um die Ernsthaftigkeit einer Geschichte zu erhöhen. Mhm. Und das ist ihm gelungen. Das fand ich nämlich auch, also da habe ich jetzt eigentlich zwei Punkte, die ich sagen will, aber ich gehe erstmal zunächst noch auf die Komik ein, weil in manchen dieser Filme, wie zum Beispiel Die große Illusion von Renoir, das ist eine schwarze Komik. Da sind französische Kriegsgefangene sind im deutschen Lager und die können sich da alles zu essen bestellen, was sie wollen. Die bekommen das, die haben da Spaß, solange sie nicht auszubrechen versuchen. Ja, ganz und dann wird es ernst. Aber das ist die große Illusion. Das Ganze, wie sich die Leute eben behandeln. Erich von Stroheim ist ja hinreißend. Ja. Alles. Großartig. Genau. Und einfach mal, dass wir noch so den Überblick haben. Der Film, der mich am meisten überrascht hat, Denis Arcand. Der Untergang des amerikanischen Imperiums. Ich habe mal, weil vielleicht ist er nicht so bekannt, Bild 22 und dann 23. Wir haben hier 8 Hauptfiguren. Erstmal die 22 sind nämlich 4 Männer, die sich treffen. Die versuchen da so... die lästern über ihre Frauen, die erzählen von ihrem sexuellen Leben, von ihren Fantasien. Und dann begegnen sie, wenn wir jetzt das nächste Bild sehen, 23 ihren 4 Frauen, die in der Zwischenzeit genau das Gleiche tun. Das fand ich wirklich beeindruckend, dass das dann aber auch überschrieben wird mit dem Untergang des amerikanischen Imperiums. Das muss man übersetzen. Das ist nicht wirklich. Also das Thema ist irreführend, wenn man das wörtlich nimmt, und trotzdem ist es richtig. Aber das ist ja überhaupt bei guter Kunst so. Ich meine, der Mann hat einen anderen Film gemacht, den ich hinreißend finde. Das ist Jesus von Montreal. Also das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Und es geht darum, das kann ich unglaublich empfehlen. Also ich habe keinerlei Prozente von Dennis. müssen Sie unbedingt sehen, dass die Geschichte von Leuten, die Sprachsynchronisation machen müssen im französischen Kanada, da gibt es das auch noch. Mhm. Oder gab es damals noch. Und jetzt parallel dazu sehen wir den Priester in dem Dom von Montreal. Der hat eine Aufgabe. Jedes Jahr zu Ostern muss das Passionsspiel gemacht werden. Und er findet es so, also der blöd, wie das immer gemacht wird und so amateurhaft, dann sagt er, ich muss mal was anderes machen, das geht ja nicht. Eine Beleidigung eigentlich für diese großartige Geschichte, die da passiert. Und dann engagiert er einen professionellen jungen Schauspieler und der hat keine Ahnung von dem Stück. Ja? Und dann sagt er, möchte mal das Drehbuch lesen. Ja, nein, das sei die Ostergeschichte. What's that? Ja, so ungefähr, keine Ahnung. Naja, und dann zeigt er ihm das alles und dann zeigt er ihm vor allen Dingen, was sie mal früher mit Video aufgenommen haben. Und dann sagt er, ich mache das, aber ich muss freie Hand haben. Und das sagt er, absolut, niemand kann das schlechter machen, als was wir gemacht haben. Sofort hat freie Hand. Jetzt ging er zu seinen Synchronsprecherkollegen und sagte denen, also pass mal auf, wir haben einen Job, gar nicht schlecht bezahlt, machen wir das doch. Und die haben zuerst großes Vorurteil. Was? Für die Kirche auch noch? Eieiei. Und dann aber, okay, wird gut bezahlt und die sind auch alle nicht so gut drauf. Und dann hat er die ganzen Hauptfiguren. Ja? Und jetzt fangen sie an, das Stück, den Text zu lesen, das Stück zu proben und merken, was das für eine unglaubliche Geschichte ist. Mhm. Und werden vollkommen, akzeptieren diese Geschichte und stellen das jetzt vor, um den Dom herum auf 12 Stationen. Und das Publikum geht mit. Mhm. Und das Publikum ist dermaßen ergriffen wie noch nie. Mhm. Und jetzt erzähle ich Ihnen aber nicht, was weiter passiert, denn sonst mache ich das kaputt. Das alles passiert in der ersten halben Stunde. Besorgen Sie sich unbedingt den Film. Das heißt Jesus of Montreal. Es gibt es bestimmt mit deutschen Untertiteln. Mhm. Es ist im Original auf Französisch. Und absolutes Meisterwerk. Mhm. Großartig.
wo Sie das gerade auch erzählen, es ist bei vielen dieser Filmen auffällig, dass Kirche, Religion oder zumindest Religiosität, Spiritualität eine Rolle spielen. Jetzt möchte ich gerne noch die Gretchenfrage für Stanley stellen. Wie hatte er es denn mit der Religion, der Stanley? Okay, aber überhaupt nicht religiös, so wie wir das definieren. Hatte nichts zu tun mit Kirche oder mit Synagoge. Überhaupt nicht. Aber er war ständig bereit, sich zu verbeugen vor dem Unbekannten. Mhm. Er war sich vollkommen bewusst, dass es sehr viel mehr gibt als das, was wir verstehen oder sehen. Dazu können Sie jetzt zurückgehen auf den Film 2001. Bild 15, bitte. Ja. Das ist ich war in New York in meinem früheren Beruf. Diese kleine Geschichte kann ich Ihnen erzählen. Und Stanley war da mit Dr. Strangelove. Und da er mit meiner Schwester verheiratet war und mit den Kindern, habe ich also die Familie ständig besucht. Und ja, wir kamen so, es war halt, der Mann meiner Schwester und so. Jetzt kam Arthur C. Clarke plötzlich auf das Tapet. Das ist war ein Astronom, Mathematiker, aber inzwischen bekannter Schriftsteller für Science Fiction, sowas. Und Stanley war interessiert an einem Film in dieser Richtung. Und jetzt habe ich jetzt festgestellt, also auch, was so diese beiden Männer verbindet, nämlich, dass sie nie aufhören. Auch beim Abendessen, immer ging es immer weiter, immer davon. Was war merkwürdige Geschichten, sprachen von 100 Billionen von Sternen und Planeten und Galaxies und Millionen von Lichtjahren weit weg und was weiß ich. Also ich habe gar nicht so, ich fand es nur höchst erstaunlich. Gut, naja, dann, das war also nun vor 54 Jahren. Ja. Jetzt, als ich diesen Dokumentarfilm gemacht habe, den Sie nachher sehen, da kommt Arthur C. Clarke vor. Und ich habe ihn vor 15 Jahren, da lebte er noch, in Sri Lanka besucht und habe ihn daran erinnert. Ich habe gesagt, weißt du, also das war ja so komisch und interessant für mich, damals das zu hören. Also was ihr da erzählt habt und was du da erzählt hast über diese Billionen von Galaxien und was weiß ich alles und immer alles solche Zahlen. Das klang für mich, als gäbe es ja Sterne oder Planeten oder Monde oder überhaupt sowas. Wie Körner von Sand am Meer. Da guckte er mich an. Not enough sand. Ja, das ist das. Hm. Und das ist, so kann ich es vielleicht am meisten konzentrieren darauf, wie also die Gretchenfrage, wie hielt Stanley mit der Religion? Er guckte sich immer um, sagen wir es mal so. Er ging nicht in die Kirche, nein, in die Synagoge. Der fand das alles viel zu klein, viel zu buchhalterisch geradezu. Mhm. Ja. Der Abschluss. Habe ich das richtig beantwortet? Ich finde es wunderbar. Der Abschluss unseres Gesprächs vermischt das quasi jetzt mit dem anderen Thema, das ich zumindest noch anreißen will, nämlich das Religiöse und die Technologie, die Weiterentwicklung, der technische Fortschritt. Wir werden jetzt in Dekalog gleich einen Computerexperten sehen, der darunter dann irgendwann auch sehr leiden muss, dass er da diesem Computer so verfallen ist. Ich habe festgestellt, dass in fast jedem dieser Filme ein Satz vorkommt, wo sich irgendwie auf den technischen Fortschritt bezogen wird. Ich möchte da mal nur zwei nennen. Zum einen, technischer Fortschritt brachte nur Bequemlichkeit und neue Gewaltmittel. Das fiel in einen der Filme, die Sie ausgewählt hatten. Oder wir sind wie die Wilden, nur ohne Spiritualität. Jeden wissenschaftlichen Fortschritt verwandeln wir in etwas Böses. Okay. Das ist eine Aussage, die ich finde auch die schwingt im Werk Kubricks ja immer mit, wenn er da neue Technologien uns aufzeigt. Hat er sich damit sehr beschäftigt und hat er auch darüber nachgedacht, was wird uns die Zukunft bringen? Das hat er schon. Er war durchaus ja ein optimistisch in seinen praktischen Angelegenheiten, aber er war durchaus pessimistisch in Bezug auf die Zukunft der Menschheit. Ja, so wie wir uns benehmen, meinte er, hätten wir keine Chance. Vielleicht noch 500 Jahre, vielleicht noch 1000 Jahre, was spielt das eine Rolle? Das ist ja
Ja, aber auf lange Zeit keine Chance. Hier sehen wir Hal, den Computer aus 2001, der uns im Griff hat. Das ist inzwischen übrigens so, dass wir im Filmmuseum... Moment, der Computer ist völlig in Ordnung. Ja. Der Computer wurde kaputt gemacht von Human Error. Ja? das kommt sehr versteckt zum Ausdruck in dem Film. Wenn man ganz genau aufpasst, dann merkt man es, nämlich wenn die Leute am Schluss, wenn er das alles abschaltet, dann läuft der 16mm Film, also der vorher aufgenommen wurde, und jemand von der Erde erzählt der Crew, die gar nicht mehr da ist, dass also der Hal, der Computer, der wusste von der Tatsache, dass auf dem Mond dieser Monolith gefunden wurde und so weiter und so weiter. Dann wissen wir, wenn man aufhört, aha, der Computer, der gesagt hat, er würde niemals irgendwelche Informationen also falsch darstellen. Der hat ja geschwindelt. Ja, das hat ihn kaputt gemacht. Mhm. Sehr subtil, sehr versteckt. Da ist vielleicht auch ein Element von Märchen dabei, auch wenn AI ein Element von Märchen dabei ist. Aber das macht ja gar nichts, weil wir wissen ja alle, was das Faszinierende an Märchen ist, ist, dass da ist eine Realität, die wir absolut übersetzen und verstehen, sonst wäre jedes Kind gelangweilt von Cinderella oder von Rotkäppchen. Ja? Es ist immer das Ernste, was man sofort kapiert. Und das ist real. Wir sehen jetzt den ersten Teil von Dekalog. Dekalog bedeutet natürlich die 10 Gebote, und er hat sich für das erste entschieden, für alle, die nicht so bibelsicher sind. Das erste ist natürlich: Du sollst keine Götter neben mir haben. Ich finde, das passt ganz wunderbar zu einer Carte Blanche Stanley Kubrick. Ich danke sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen schon mal einen schönen Film. Jan Harlan, toll, dass Sie hier waren. Danke Ihnen.